Japan leitet neue Sicherheitsvorkehrungen gegen die chinesische Bedrohung ein. Dazu genehmigte das Land Verteidigungsausgaben in Höhe von 240 Milliarden Dollar. China nutzt die enormen Verteidigungsausgaben Japans als Vorwand, die eigene Anzahl moderner Waffensysteme zu erhöhen, um die Oberhand über das südchinesische Meer zu bekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ersteigerte Japan zum ersten Mal in seiner Kriegsgeschichte einen Flugzeugträger. Auch die umfangreiche Modernisierung Japans Marine wird von Experten als Gefahr für China gewertet. Der aus Ost-Türkistan stammende jugendliche Akademiker Professor Dr. Burhan Saiti empfing für seine überdurchschnittlich erfolgreiche Akademikerkarriere einen Preis von TÜBİTAK, türkische Anstalt für wissenschaftliche und technologische Forschung, sowie TÜBA, Akademie der Wissenschaften der Türkei. Seyit Tümtürk, der Präsident der Ost-Türkistan-Nationalkonferenz, besuchte eine Konferenz unter dem Titel Islamische Zivilisation an der Mehmet Akif Ersoy-Universität. Den dort Anwesenden berichtete er von der tyrannischen Assimilationspolitik Chinas in Ost-Türkistan. Mittlerweile ist der Weltöffentlichkeit längst bekannt, wie auch aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervorgeht, dass Millionen Uiguren in Ost-Türkistan in Erziehungs- und Straflagern gefangen gehalten werden. Ein an die Menschenrechtskommission des türkischen Parlaments gerichteter Vorschlag der Guten Partei sollte die menschenunwürdigen Zustände in Ost-Türkistans Lagern näher untersuchen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, weil die Partei für Gerechtigkeit und Fortschritt, AKP, ihm gänzlich ablehnend gegenüberstand und die Partei der nationalistischen Bewegung, MHP, bei seiner Annahme zögerte. Der amerikanische Aktivist und Rabbi Schneier spricht von den Beziehungen zwischen Israel und den Golfstaaten als schneller vorangehend und beschleunigt, bedingt durch Trumps angeordneten Truppenabzug aus Syrien. Laut Schneier äußerte Prinz Salman ihm gegenüber, dass die Entwicklung des Landes ohne Israels Existenz schwierig sei. In der Times of Israel sprach Schneier von Netanyahus Besuch in Bahrain, da dieser die diplomatischen Beziehungen der beiden Parteien von neuem beginnen lassen soll.